Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe in dieser Woche versucht, das Unmögliche möglich zu machen, aber es ist mir nicht gelungen und aus diesem Grund wird es an diesem Sonntag kein neues Video geben, sondern ich reaktiviere zwei Videos, weil ja auch eine ganze Menge Abonnenten hinzugekommen sind, seitdem ich diese beiden Videos gezeigt habe. Gleich wechsle ich auch zu dem Originalton, sodass ihr hören könnt, was ich zu den Videos damals gesagt habe. Ich für mich fand es sehr spannend, diese Videos nochmal ganz genau zu betrachten und ich hoffe, ihr habt dennoch Spaß und ich wünsche euch eine gute Zeit. Weil mir das mit dem holographischen Glitter, welches ich neulich benutzt habe, gut gefallen hat, gebe ich auch davon ein bisschen in die Schüssel und verrühre das Ganze mit einem Holzstäbchen. Die Masse ist recht pastös und deshalb gebe ich noch etwas Wasser hinzu, damit sie anschließend gebrauchsfertig ist. Heute nehme ich mal nicht den Pinsel, um die Masse auf die Leinwand zu geben, sondern ich habe mich für eine etwas breitere Walze entschieden und rolle damit die Masse sozusagen auf meine Leinwand. Hintergrund ist, dass ich eine Textur haben möchte. Zum einen erreiche ich das dadurch, dass ich diese Glitzerpartikel eingestreut habe und zum anderen erreiche ich das, die Walze hat ja rechts und links einen natürlichen Rand und so kommen auch Linien auf meine Leinwand und das ist genau der Effekt, den ich haben möchte. Bevor ich dann das erste Mal mein Rakelwerkzeug benutze, muss ich allerdings erst einmal die Masse trocken föhnen, sonst habe ich ein nicht so schönes Gemisch auf meiner Leinwand und das möchte ich nicht. Und ihr werdet sehen, beim Trocknen wird die leicht weiße Masse an einigen Stellen transparent. Da die getrocknete Leinwand momentan recht pastellig aussieht, habe ich mich für die erste Farbschicht für eine dunkle Farbe entschieden. Sieht aus wie schwarz, aber es ist tatsächlich das Payne's Grey. Bei dieser ersten Farbschicht auf der Leinwand kann man sehr gut sehen, was passiert, wenn eine Struktur auf der Leinwand vorhanden ist. Die Farbe bleibt zunächst nur an den Erhebungen hängen. Das sind die kleinen Glitzerpartikel, die sich in der Paste befunden haben. Und weil mir der Farbauftrag insgesamt zu dünn ist, trage ich dann zum einen nochmal mehr Farbe auf mein Rakelwerkzeug auf und zum anderen gehe ich tatsächlich mehrfach über ein und die gleiche Stelle, damit auch wirklich Farbe auf die Leinwand aufgetragen wird. Bei vielen meiner anderen Rakelbilder verfolge ich ja oft das Konzept, möglichst kontrastreiche Farbschichten zu verwenden. Hier bleibe ich jedoch erstmal bei den dunklen Tönen und kombiniere zu dem Payne's Grey jetzt das Graphit. Das Graphit ist allerdings eine Metallic-Farbe und als solche eher transluzent, sodass ich das ganz vorsichtig auf mein Rakelwerkzeug aufbringe und dann direkt auf die noch nasse Payne's Grey Farbe Rakel. Dadurch ergeben sich dann schöne Farbschichten und ihr könnt sehen, dass der zweite Farbauftrag schon viel dichter ist als der erste. Mit der dritten Farbschicht kommt endlich etwas Leben ins Spiel. Ich habe mich für die kontrastreiche und transluzente Farbe Reflex Rosé entschieden und die leuchtet im Gegensatz zu Payne's Grey und zum Graphit natürlich sehr fröhlich und wird sehr stark wahrgenommen. Dadurch, dass das Graphit
ebenfalls noch nicht getrocknet ist, entstehen schon die ersten Schlieren zwischen dem Reflex Rosé und dem Graphit und das macht das Bild jetzt natürlich schon wunderbar lebendig. Nichtsdestotrotz drehe ich meine Leinwand und rakel dazu akzentuiert die mittlere Bahn, weil ich hier mit diesem Bild heute etwas Besonderes vorhabe. Bei meinem letzten Video habe ich ja mit einem weiteren Rakelwerkzeug die obersten Farbschichten abgekratzt und habe auch in den Kommentaren gelesen, dass das auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite hätte ich doch schon eher stoppen können oder auch nicht dieses Werkzeug benutzen können. Und mit diesem Bild hier habe ich genau das vor. Ich werde die obersten Farbschichten nicht zerstören und ich werde bei dem Bild aufhören, wenn ich das Gefühl habe, ja, das stimmt jetzt so, ich weiß, ich könnte weitermachen, aber ich lasse es jetzt genauso, wie es ist. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt, zu dieser Entscheidung, die ich ganz bewusst getroffen habe. Bei der vierten Farbschicht habe ich wieder zu einer transluzenten Farbe gegriffen. Diese Farbe kennt ihr auch schon aus meinen Rakelbildern und zwar ist das das Ultramarin. Dieses Ultramarin ergibt zusammen mit dem Reflexrosé sehr schöne Farbverläufe und dabei fallen mir dann die beiden Farben permanent rot und permanent blauviolett ein. Und so ein bisschen sieht es aus, als hätte ich sie auch auf diesem Rakelbild verwendet. Um das Ultramarin zu unterstützen, verwende ich anschließend noch eine Perlfarbe. In diesem Fall ist das passend zum Ultramarin das Perlblau. Und man kann sehr schön sehen, ganz zu Anfang ist die Schicht noch etwas deckender, etwas in Weiß gehalten. Und wenn ich die Bahn entlang rakel, wird es nach hinten immer transluzenter. Die Farbe nutze ich jetzt auch, um Akzente zu setzen, weil dieses Bild soll ja heute schön werden. Nicht, dass die anderen Bilder nicht auch schön sind, aber so vom reinen Empfinden her soll dieses Bild anders werden als die, die ich vorher gerakelt habe. Weil mir der Farbauftrag mit dem Perlblau an dieser Stelle nicht gefällt, gehe ich noch ein zweites Mal über diese Stelle, um sie etwas abzumildern. Farblich habe ich mich bei dieser Schicht an dem orientiert, was von unten aus der Hintergrundbemalung hervorleuchtet. Und damit dort nochmal ein Akzent gesetzt wird, habe ich zu der Metallicfarbe Zinn gegriffen, die sich hervorragend mit dem Perlblau und mit dem Ultramarin verbindet. Und dann rakel ich nochmal mit der Farbe, die jetzt unter meinem Rakelwerkzeug ist, einfach über diese Stellen drüber weg. Wie ihr jetzt in den Detailaufnahmen sehen könnt, habe ich mein Versprechen wahrgemacht. Ich bin anschließend nicht mit einer weiteren Farbe über dieses Bild gegangen, sondern ich habe es dort so stehen lassen, wie ich es in dem Augenblick als schön empfunden habe. Ich mag es, wie es leuchtet. Ich mag, wie die Perlfarbe sich integriert. Und ich finde, den Farbauftrag in Zinn tut dem ganzen Bild sehr gut. Diese leichten Linien und Striche liegen tatsächlich daran, dass in der untersten Schicht der Glitter eingebaut worden ist. Und das macht dieses Rakelbild tatsächlich zu einem besonderen. Rakelbild.
Ich bin schon gestartet mit der Hintergrundbemalung meiner quadratischen Leinwand. Mein heutiges Bild soll ein Bild in der Rakeltechnik werden. Und da habe ich mir ein graues Blau ausgewählt, welches sehr deckend ist. Und ich trage die Farbe auch recht zügig auf meine Leinwand auf. Und vor allen Dingen auch so, dass ich sozusagen gar nichts mehr von der Leinwand hinterher sehe, nachdem ich mit dieser Schicht fertig bin. Ganz wichtig ist es für mich immer, wenn ich in der Rakeltechnik arbeite, dass meine Hintergrundbemalung auf jeden Fall trocken ist, bevor ich dann weitermache. Ich bin ja auch ein Fan von Metallic- und Perlfarben und ich hatte noch etwas in meinem Schrank stehen, was ich schon mal eingesetzt habe, aber in einem YouTube-Video nicht gezeigt habe. Und zwar ist das holographische Malmittel von Guardi. Und das sind ganz feine kleine Glitzerpartikel. Und je nachdem, wie dick man diese aufträgt, glitzern sie mehr oder minder. Und ich hatte mich jetzt bei dieser Leinwand dazu entschieden, sie sozusagen auf meine Hintergrundbemalung aufzutragen. Ich beginne jetzt meine erste Farbe. Das ist das Reflex Rosé, auf meine Glättkelle aufzutragen, die ich heute verwende, weil ich eine relativ große Leinwand zu rakeln habe. Und ich habe das Reflex Rosé deshalb ausgewählt, weil es ganz wunderbar mit dem Blau-Grau zusammen harmoniert und trotzdem einen Kontrast gibt. Das Blau-Grau ist eher zurückhaltend und tritt in den Hintergrund. So soll es ja auch sein. Und das Reflexrosé ist eher extrovertiert und deshalb finde ich es ganz wunderbar, wenn es dann als erste Schicht durch die anderen Schichten durchschimmern wird. Wie immer wende ich meine Leinwand auch, meistens am Anfang um 180 Grad, damit ich die Rakelfarbe nicht nur auf der einen Seite auftrage, sondern dann auch sozusagen von der anderen Randseite auch zusätzlich, damit das Bild in den ersten Schichten möglichst ausgewogen ist und damit die Farbe auf der Leinwand sich relativ gleichmäßig verteilt. Danach habe ich mir überlegt, was passt denn so gut zum Reflex Rosé, dass es auch mit dem Grau-Blau noch weiter harmoniert und habe dann die transluzente Farbe Permanent Blau-Violett ausgesucht. Normalerweise verwende ich sehr oft das Permanent Rot-Violett. Es hätte aber hier nicht den gewünschten Kontrast, einen Hell-Dunkel-Kontrast erzielt und deshalb habe ich also bewusst zu der dunkleren Farbe gegriffen. Und dadurch, dass das Reflexrosé nicht so sehr angetrocknet ist, entstehen auch schon die ersten Schlieren und die Flecken sowieso, die in der Rakeltechnik typisch sind. Als dritte Farbschicht habe ich auf meinem Rakelbild das Reflexgrün ausgewählt, was ich zunächst einmal auf die Glättkelle auftrage und dann greife ich zu meinem Tortenmesser, mit dem ich neulich ein kleineres Bild gerakelt habe und verteile die Farbe etwas gleichmäßiger auf meinem Rakelwerkzeug. Und das Reflexgrün bildet einen ganz tollen Rot-Grün-Kontrast zu den bereits aufgetragenen Farben Reflexrosé und Permanent Blau-Violett. Ich finde, diese Kombination ist so herrlich und sie erinnert mich momentan an meinen Garten, in dem es noch grünt und auch derzeit Rosen blühen. Mit der nächsten Schicht kommt wieder eine Perlfarbe zum Einsatz. Auf diesem Bild zwar zum ersten Mal, aber ich habe die auch bei meinen letzten Rakelbildern eingesetzt. Und hier ist es die Perlfarbe in Gelb. Je nachdem, wie das Licht auf diese Farbe scheint, erscheint sie mal mehr oder weniger weiß. Und in dieser Einstellung kann man es sehen, dass da wirklich ein gelber Schimmer vorhanden ist. Am besten eignen sich die Perlfarben, wenn sie auf einem dunklen Untergrund aufgetragen werden, weil der Kontrast dabei am höchsten ist. Insofern finde ich das auch gut, dass stellenweise das dunkle permanent blau-violett noch zu sehen ist und da passt das Perlgelb natürlich hervorragend als Schicht darüber.
da ich schon öfter bei meinen Rakelbildern darüber nachgedacht habe, mehr Metallic-Farben einzusetzen, habe ich aufgrund der Helligkeit des Perlgelbs jetzt zu einer dunklen Metallic-Farbe gegriffen, und zwar zum Graphit. Graphit ist eher so anthrazitfarben mit Metallic-Effekt und dunkelt jetzt sozusagen das Perlgelb wieder etwas aus und nimmt dem Bild aber auch wieder die Leuchtkraft. Ich finde beides schön, das helle Bild und das dunkle Bild, aber bei der nächsten Farbe habe ich mich entschieden, dann wieder etwas mehr Helligkeit ins Bild zu holen. Man kann also ganz genau sehen, wie jede Schicht dieses wunderbare Rakelbild verändert. Ich wollte die Metallic-Schiene noch nicht verlassen und deshalb habe ich bei meiner nächsten Schicht dann zur Metallic-Farbe Silber gegriffen. Und Silber hat einen recht kalten Unterton, also das Graphit, man kann es ja hier noch sehen, hat einen relativ warmen Ton und Silber kommt mit einem kalten Ton daher. Also wir haben hier Kontraste einmal in hell und dunkel und auch einen warm-kalt-Kontrast. Ich finde es sehr schön, dass dieses Rakelbild an dieser Stelle schon eine solche Menge an Kontrasten aufweisen kann. Und es scheiden sich ja immer die Geister, wann ein Bild fertig ist. Ich habe schon inzwischen mehrere Stadien gesehen, wo man hätte sagen können, das kann jetzt so bleiben. Und dann fällt mir doch noch ein, was ich noch machen könnte. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Experiment. Denn ich trage nicht nur eine Perlfarbe auf, sondern ich habe mich dazu entschieden, zwei Perlfarben aufzutragen. Bei dieser Einstellung sieht man auch ganz wunderbar, es handelt sich um das Perlgrün und um das Perlrot. Je nachdem, wo die Farben auf dem Rakelwerkzeug aufgetragen sind, sind sie dann mehr oder minder dominant. Perlfarben sind ja an und für sich nicht dominant. Aber das Grün lag außen am Rand von der Glättkelle und deshalb hat sich am Anfang das Grün auch durchgesetzt. Und dann habe ich darauf geachtet, bei der nächsten Schicht bzw. bei der nächsten Bahn mehr von dem Perlrot aufzutragen, sodass sich da das Verhältnis wieder umkehrt. Inzwischen ist das Bild ja getrocknet und man kann ganz wunderbar sehen, dass auch das Perlgrün mit dem Perlrot leicht miteinander vermischt worden ist. Diesen Effekt mildere ich wieder ab, indem ich nochmal das Graphit einsetze. Ich hatte bei diesem Rakelbild ja entschieden, viele der Metallic-Farben und viele der Perlfarben einzusetzen. Deshalb werde ich jetzt nach der angetrockneten Graphit-Metallic-Schicht nochmal das Perlgelb zum Einsatz bringen. Auch hier nochmal eine kleine Impression, wie sich dieser perlfarbene Schimmer verhält. Und anschließend, wenn ich dann mit dem Perlgelb fertig bin, habe ich mit diesem Bild noch etwas Besonderes vor. Manchmal ist man ja beseelt von dem, was man da gerade tut. Mir kam die Idee, ich möchte doch gerne die Black Mica Flakes Small einsetzen, und zwar genau auf diesem Bild, weil ich mir davon versprochen habe, dass noch ein bisschen Glitzer auf diesem Bild aufgetragen wird. Ich habe dann bemerkt, das Rakeln von diesen Flakes ist nicht ganz so einfach. Sie lassen sich auch auf der Rückseite meiner Glättkelle nicht so gut verstreichen. Sie sind also mit einem Trägermedium versehen. Aber ich muss sagen, wenn es nachher an die Details geht, kann man tatsächlich sehen, dass diese Flakes sich also sozusagen zwischen diese Farben gesetzt haben und tatsächlich vor sich hin glitzern, also sehr sanft, auch wenn sie dunkel sind. Und da sind wir dann wieder bei einem Stück Kontrast, der zu den Perlfarben passt. Wie ihr seht, bin ich von diesen Flakes
sehr angetan und sehr fasziniert, sodass ich sie noch ein paar Bahnen weiter einsetze, weil ich merke, dass sie akzentuiert noch gesetzt werden können, so wie ich das ja dann normalerweise in den letzten Schichten mit verschiedenen Acrylfarben mache, und überlege mir jetzt, wo ich diese Mica Flakes noch sehen möchte. Mir ist es wichtig, bei diesem Bild nochmal am Rand mit einem Malmesser dran lang zu gehen, weil sich dort ein bisschen Farbe und ein paar Flakes gesammelt haben. Und das macht es im Ganzen schöner, wenn der Rand glatter ist. Unter den Kommentaren bei meinem letzten Bild fand sich auch eine Frage dazu, wie ich die Ränder gestalte. Ich entscheide das oft sehr intuitiv, habe gesagt, dass ich auch oft schwarz wähle, aber bei diesem Bild werde ich tatsächlich, wenn ich den Rand gestalte, das Blau-Grau wählen, weil es im Gegensatz zu den anderen Hintergrundfarben der anderen Rakelbilder noch relativ dominant in diesem Bild ist, was mir aber sehr gut gefällt, und deswegen werde ich die Farbe an den Rändern wiederholen. Jetzt gibt es einige Detailaufnahmen zu diesem Bild. Jetzt sind die einzelnen Schichten erkennbar, die Farbgebung der einzelnen Schichten und auch die Mica Flakes, die inzwischen getrocknet sind, kann man sehr gut erkennen. Ich danke euch fürs Zusehen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich über konstruktive Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.